Yeah, Buddy! Was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Poprot TV. Mein Name ist Poprot und es ist endlich wieder Wochenende. Oh yeah! Und es ist ein ganz, ganz besonderes Wochenende. Wir haben es schon in vielen Videos erwähnt. Wir haben dazu ja sogar kleine Teaser gemacht. Die Geilo Family ist jetzt gerade live auf der RPC in Köln. Auf der Roleplay Convention, auf dem World of Nerds Stand. Kev streamt am Samstag. Mr. Mike AP und ich, wir streamen zusammen am Sonntag. Wir spielen also League of Legends, wir machen Community Games. Seid auf jeden Fall dabei. Ihr seht ja jetzt dieses Video am Samstag. Also, wenn ihr es schafft, kommt einfach nochmal persönlich nach Köln. Wenn ihr es nicht schafft, dann guckt euch einfach entweder den Stream an. Ihr könnt euch ja dann den Stream angucken, wenn... Ab wann streamen wir denn mit Mike? Ich glaube so 13, 14 Uhr, irgendwie 2, 2,5 Stunden. Also 2, 3 C-Games oder seid einfach in den C-Games direkt mit dabei. Ihr müsst einfach warten, bis wir dann online sind, bis wir euch einladen, bis wir Leute einladen. Man muss natürlich Glück haben, denn es sind immer ziemlich, ziemlich viele, die Bock drauf haben. Der Schnellste gewinnt, der Erste, der schreibt ja, ich war noch nie. Wir werden es ja sehen. Also versprechen gar nichts, aber ich freue mich auf euch. Ich freue mich vor allem auf die, die es wirklich schaffen, live zu kommen. Das ist das mega größte Event, zumindest bis jetzt, das in diesem Jahr stattfindet. Denn es ist das erste Mal, dass die Geilo Family gebündelt an einem Ort ist, dass wir an einem Ort sind, wo ihr alle seid, dass wir an einem Ort sind, wo Gaming wichtig ist, dass wir an einem Ort sind, wo Fantasy, wo Cosplay, wo es das Ganze drumherum gibt. Und auch darauf habe ich Bock. Also ich habe natürlich am meisten Bock, euch kennenzulernen, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch extrem, mal dieses Cosplay live zu sehen. Ich habe es selber nie gemacht. Ich kenne jemanden, der sich so ein bisschen verkleidet auch ab und zu. Und ich finde das immer ganz interessant. Also wenn man so auf einmal jemanden sieht, der sich wie so ein League of Legends Champion schminkt und sich so ein bisschen anzieht, finde ich mega geil, ich bin gespannt. Und diese Cosplay-Leute sind ja, ich glaube, einmal sind die sehr chillig drauf, weil es einfach coole, Fantasy-begeisterte Leute sind. Und als zweites bin ich halt gespannt, wie die das umsetzen, also so riesige Waffen zu machen und wie verrückt das Ganze, wie verrückt diese Ausmaße annehmen. Ich bin gespannt, ich freue mich riesig. Ehrlich, Leute, das ist das erste Mal, es ist das Geilste. Und ey, immer dieses YouTube vor der Kamera. Man sitzt vor dieser kleinen Kamera, sitze ich und spreche da rein. Und jetzt kann ich mit euch direkt sprechen. Ey, ich habe so viel Bock. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass das Ganze irgendwie monatelang dauert, wobei das wäre anstrengend. Aber irgendwie, dass die Tage zumindest mehr Zeit, also irgendwie 48 Stunden dauern würden oder so. Und dass man dann gemeinsam auch, was ich, ein Bierchen trinken könnte, mit denen natürlich allen, die volljährig sind. Oder dass man sich einfach irgendwo mal hinsetzt, mal ein bisschen quatscht. Oder wenn jemand ein Problem hat, dass er kommt und man quatscht mit dem mal ernsthaft. Ich hätte da so viel Bock drauf. Vielleicht klappt das ja irgendwie in Zukunft. Ich meine, diese ganze YouTube, das entwickelt sich ja noch. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht sitzen wir ja irgendwann wie Dr. Sommer auf einer Couch und die Leute kommen alle zu uns. Keine Ahnung. Ich habe aber so viel Bock drauf auf das, was gerade passiert. Und die RPC ist gerade so voll das i-Tüpfelchen. Und vor allen Dingen, dass wir es zu dritt machen. Alter Schwede, dass man das mit den Brüdern zu dritt macht, es macht so viel Bock. Es ist nicht normal. So, was gibt's sonst noch? Also auf der RPC, das Thema ist abgehakt. Seht mich live, seht uns live, wenn ihr Bock habt, wenn ihr es schafft. Manche haben ja Bock, schaffen es aber nicht. Keine Sorge, wir werden auf der Gamescom sein. Organisiert dann die nächsten Tickets, organisiert die nächste Hinfahrt. Irgendwie sehen wir uns alle da draußen. Ja, ansonsten, Echo ist raus. Echo auf dem PBE, ich habe jetzt gerade versucht, mich einzuloggen. Es dauert 40 Minuten und ich muss gleich los. Ich hoffe, ich schaff's für euch. Also jetzt haben wir Samstag, genau, also wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, habt ihr heute oder morgen ein Gameplay von ihm. Vielleicht sogar zwei irgendwie, jetzt die Tage verteilt. Ich werde ihn Mitte, ich werde ihn in der Toplane ausprobieren. Ein AP Assassin, ein Champion, wo ich wieder sagen muss, wow, der wird schwer zu spielen sein. Der ist vollgeladen mit Fähigkeiten, mit passiven Fähigkeiten, das ist der Wahnsinn. Seine Fähigkeiten, irgendwie zum Beispiel seine Q, die schießt ja am Ende der Range, öffnet die sich noch, hat dann Slow. Also man muss so viel, so gut timen bei diesem Champion. Auch seine Ulti, wo er ja 4 Sekunden die Zeit quasi zurückdreht für ihn. Er regeneriert Leben, er haut wirklich übelsten Schaden raus mit der Ulti. Dieser Champion ist mega schwierig, aber wiederum interessant. Es ist eigentlich... Ich habe ja mit Mike schon mir so ein bisschen die Fähigkeiten angeguckt und wir haben gesagt, irgendwie ist es wie ein AP Yasuo.
Also ein Champion, der sehr viel Snowball-Potenzial weiß ich gar nicht, ob der hat. Da müsste ich mir die Abklingzeiten nochmal angucken. Aber ein sehr mobiler Champion, er hat ja eine unglaubliche Fähigkeit mit seiner E. Er dasht in eine Richtung, danach kann er aber noch zu einem Gegner hinblinken. Also ein doppelter Gap-Closer in einer Fähigkeit. Dann, was hat er noch? Diese Sphäre. Boah, ey. Seine W, eine Sphäre, und wenn er da reinläuft, stunt er alle Gegner, die da drin sind. Seine Passive, er wird für, ich glaube, die Gegner werden später um 80% für 3 Sekunden geslowt. Also irgendwie diese Zahlen, ich glaube, die müssen noch ein bisschen verändert werden. Ich werde es ja sehen, ich habe ihn jetzt noch nicht mal gezockt, ich habe mich erst mit den Zahlen auseinandergesetzt. Ich will es jetzt heute auf jeden Fall noch für euch aufnehmen, wir haben jetzt Donnerstag und so, dass ihr eben Samstag, Sonntag auf jeden Fall schon mal das Spotlight habt und dass dann auf jeden Fall auch noch ein Gameplay kommt. Ich muss ja alles vorproduzieren, eben wegen der RPC. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, hey, am Samstag nehme ich endlich Wochenende auf, weil ich bin gar nicht hier. Und wir werden ja auch mit der Geilo Family ein paar Videos aufnehmen. Es wird Geilo Family unterwegs in Köln natürlich geben. Also wir nutzen das volle Karacho. Wir fahren dahin und wir werden ackern, 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 damit ihr den geilsten Videocontent aller Zeiten habt. Also wir werden sogar, glaube ich, in der Zugfahrt, weil die dort 3 oder 4 Stunden, werden wir einfach Geilo Family hilft machen. Wir werden über irgendein Thema reden, vielleicht einfach auch übers Reisen, weil es passen würde. Also definitiv werden wir die Zeit richtig geil nutzen und ich freue mich riesig. Und ja, Echo ist raus. Ich denke, er wird stark sein. Er wird aber echt schwierig sein, also für die Low-Elo-Spieler. Wird es ein Champion sein, der muss man einfach länger mainen oder länger ausprobieren. Für die High-Elo-Spieler, natürlich muss man den auch öfters ausprobieren, aber meistens ist es so, da ist schon mal ein besseres Verständnis für die Fähigkeiten da. Ich werde an ihm auf jeden Fall Spaß haben. Ihr kennt meine Videos, ihr wisst, ich werde wieder mit Emotionen dabei sein und hoffentlich habt ihr dann heute ein Video davon. Hier, heute ging es um Echo, heute ging es um die RPC. Und ich will gar nicht zu viele Worte verlieren, ich muss jetzt gleich wieder los, ich muss alles Mögliche vorproduzieren für euch und ich hoffe einfach und ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns dort live sehen und dass wir echt ein paar positive Gedanken, ein bisschen positive Power austauschen können und ja, es ist der Wahnsinn, es ist der absolute Wahnsinn. Leute, ich freue mich auf euch, ich bin euer Powerrod, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.